Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator. Ja, ihr seht, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 schöne Wollepackerl hier zusammenstehen. Bedeutet insgesamt 40 Wollepackerl eigentlich drin, aber egal. Unsere Schafe, denen geht's subi. Ich habe noch ein paar Mods installiert, ja, und zwar einige. Wenn wir STRGD drücken, sehen wir, wir haben Glowo Company diesmal in voller Pracht installiert, aber wirklich in voller Pracht. Ich habe, glaube ich, fast jeden Mod mit Glowo Company runtergeladen. Es hat sich nicht wirklich viel verändert seit dem letzten Mal. Ich habe mich nur um die Schafe gekümmert, habe mir eine Palettengabel gekauft und saß hier und habe gechillt. Das Geld oben ist vielleicht problematisch, aber wir verkaufen ja eh die ganze Wolle jetzt dann. Also von daher sind wir relativ positiv. Wir können mal schauen, was hier wird mich gerne interessieren. Oh, was ist denn das hier? Imkereibedarf. Stimmt, ich habe irgendwas mit Imker hier eingebaut. Ich weiß nicht, was das war. Honigabfüllanlage. Bienen. Bienenschleuder. Bienenbox. Bienenwabe. Und wo zum Fick wohnen die Bienen? Was ist das? Ein Eimer? Leere Palette. Leere Palette? Leere Palette. In einem Eimer können Flüssigkeiten gelagert werden. In einer leeren Palette können verschiedene Dinge gelagert werden. In einer leeren Palette können verschiedene Dinge gelagert werden. Diese Palette kann mit Schüttgut befüllt werden. Ey, es macht jetzt so viel anders dann noch, das ganze Game. Das ist Wahnsinn. Okay. Global Company. Holy shit. Was ist denn da alles? Eine ganze Reihe. Obstbäume. Bringen die 5 Euro pro Tag oder? Für einen auf dem Kühlen wachsen Kirschen, was im wird. Es wird Dünger und Wasser benötigt. Oh. I see. Imkerei. In einem Honigraum leben Bienen und sammeln Honig. Das sollten wir ausprobieren. Das hört sich cool an. Aber okay. Ihr werdet auch merken, dass dieses Video wahrscheinlich wieder nicht geschnitten ist. Einfach für diesen Fact, dass ich in letzter Zeit nicht weiß, wie ich Farming Simulator... Alter, warte mal. So. Wie ich Farming Simulator schneiden soll bei bestimmten Sachen. Und ich diese Woche mit meinem Trailer beschäftigt war, den ihr wahrscheinlich ja eh schon gesehen haben werdet oder sehen könnt. Weil dieser schon bereits auf meinem Kanal veröffentlicht ist und meinen Kanal ein bisschen einen kleinen Boost geben soll. Aber ich will jetzt dann eigentlich wieder das einführen. Das wird wahrscheinlich nach dieser Woche hoffentlich so passieren. Ja, ich sage jetzt oft hoffentlich, weil ich einfach bis zum letzten Teil meistens, wenn ich sicher bin, ob ich den Plan so durchziehen kann oder nicht, dass ich einmal pro Woche nur noch Farming Simulator bringe, dafür gecuttet und dafür noch zwei Slots offen habe, rein theoretisch für jede Menge anderen Bullshit, wie jetzt zum Beispiel Schlacht Mittelerde oder, keine Ahnung, irgendein anderes Video, ein anderes Spiel, was mir gerade auf den Spaß kommt, und nehme einfach Farming, ich spiele Farming Simulator selber sozusagen und nehme die Stellen auf, die, wo was Spannendes passiert, und daraus machen wir dann sozusagen ein Video. So, ich bin echt gespannt, wie viel die ganze Wolle bringt. Vor allem müssen wir die noch wieder abladen. Das wird spaßig. Vielleicht kann ich die einfach rausschubsen. Das wäre gleich worth a try, dann einfach nachher die Wolle rausschubsen. Und jetzt in der Woche passieren auch viele schöne Dinge im Global Space Forum. Also die Woche ist eigentlich relativ vollgepackt mit vielen coolen Sachen. Wir machen diese Woche wirklich mal Umsatz mit unserem Hof, denke ich mal. Also 10 Wollepackerl sollten schon ein bisschen was bringen. Wir probieren Honig aus. In Kerbal Space Program sind die großen Reisen auf dem Weg. Ich kann es ja sagen, weil wir sind ja schon beim Kerbal Space Program einen Tag voraus. Bedeutet, ich habe schon angekündigt, dass die Reisen alle beginnen werden. Und nächste Woche wird, sagen wir mal, für Corpus Space Program auf jeden Fall auch eine interessante Woche. Oh, warte mal, ich hänge. Weil wir ja dann auf Duna bzw. Eve die erste Präsenz seit langem wieder zeigen können. Also wird alles wieder diese Woche spannend.
Wir wenden mal den Hänger hier. Ich will in der Zukunft extra einen Spezialhänger dafür haben, den wir vielleicht auch ausleeren können. Aber vorerst sind wir dann noch sparsam. Ich würde nicht gerne ein bisschen mehr Ding kaufen. Eine weitere Mähwerk und ein Schwader. Alles andere wäre mir wurscht. Aber ich hätte gerne noch ein großes Mähwerk und ein Schwader einfach. Um einfach mir das Leben beim Mähen zu vereinfachen. Und natürlich die Bienen hätte ich gerne. Die Bienen, das ist für mich so eins der Highlights und das muss eigentlich sein. Ich bin echt gespannt, wie viel wir mit der ganzen Wolle kriegen. Ich habe mal zwar nachgeschaut, irgendwas mit 900 steht aktuell drin. Aber ich denke, dass man doch ordentlich viel mehr auch bekommen. Oder ich weiß nicht halt, wie viel, ab was wie viel gegolten wird. Ist eine Packung zum Beispiel 900? Dann wären das jetzt dann 9000 am Ende. Das wäre nicht so cool. Oder ist sozusagen jede Einheit 900? Dann wäre das natürlich Schleckermecker hier. Dann wäre das Schleckermecker. Das können wir eigentlich nachschauen, oder? Das gilt hier. Das schaut jetzt alles ein bisschen anders aus. Warte mal, wo ist denn hier? Wolle. 1000 Liter, okay. Oh! 1200. Oh, oh, oh. Dann können wir trotzdem, Leute, 10 Packer, bloß 10.000. Auch ein bisschen unangenehm, oder? Vor allem für den Aufwand, den man sich ja eigentlich auch wiederum geben muss. Obala. Hoch mit der Paletten. Lass los, was willst denn du? Hallo? Hallo? Loslassen. Was los, ey? Was soll denn das? So eine anhängliche Palette hier. Ja, schön. Nach hinten schieben, perfekt. Das war aber ein ganz schön anhängliches Ding, du. Warum die auch immer jetzt so anhängig war. Eieieiei. Und rein damit. Perfekt. Jetzt haben wir noch 4 Stück. Und dann können wir uns schon aufmachen Richtung Händler. Wo immer der Wollehändler ist, lustigerweise. Das müssen wir mal nachgucken. Lustig wäre, wenn wir das jetzt auf dem Zug noch wechseln müssten. Dann würde ich ja echt die Krise kriegen, ne? So, yo, ab auf den Zug. Dann können sie mich gerne haben, ganz ehrlich. Dann können die mich kreuzweise. So. Und wieder turn around. Copyright und so. Hallo. So, jetzt aufladen. Bist du so anhänglich? Nein, brave Palette. Man sieht haargenau, wie ich in letzter Zeit gefahren bin. Hupsi. Und rauf auf die Paletten. Rauf auf die Gabel. Rauf auf die Paletten. Ja, ja.
Hallo, ich bin's, ein Steppert. So. Geradeaus. Ab damit und... Och nee, nicht schon wieder so ein anhängliches Teil. Ich hab gesagt, ich will nichts von dir. Lass los. Oh ja. Oh ja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, schön. Nope. Kuschel mit denen. Die sind eh weich. Die sind nicht aus Metall, die sind aus Wolle. Einrangieren, perfekt. Ja, so wollen wir das. Klack, wieder eingehakt. Easy. So. Wieder nach hier vorne. Einlenken das Ganze hoch, damit geradeaus. Runter mit der Paletten. Ja, vorsichtig. Och nee, hallo, nicht so anhänglich hier. Corona, Abstand halten, hallo. Genau, Abstand. Ja, ja. Immer Abstand haben. Bin gespannt, wie viel Honig bringt, weil das muss ja dann auch wieder speziell sein, will ich mal sagen. Gut, die letzte Palette. Nein! Ey! Was soll denn das? Bleib da oben. Ich hab dir gesagt, ich will, dass du oben bleibst. Du sollst nicht da und runter springen, mein Freund. Zack. Und drauf auf die Paletten. So ist das. Hops. Und rauf da. Und wir haben es beladen, das gute Stück da. Dann machen wir uns doch mal auf die lange, lange Reise. Wir müssen jetzt erstmal zuklappen. Haben wir denn da auch Spannengurte? Nein, haben wir nicht. Besitzer, meine Farm. Ah, genau. Apropos, wo müssen wir hin? Spinnerei. Die Spinnen doch. Oh, die ist genau da unten. Das ist ja recht nah. Das ist sogar näher als der Shop. Okay. Wir werden mal versuchen, über den Weg zu fahren. Kommt, meine Freunde. Auf geht's. Da. Habe ich jemals dieses Untergeräusch gehört? Oh. Vorsicht, lange LKW. LKW-Traktor. Und es wird schon schön leise, wenn man weiter draußen ist. Ich finde bloß, die Autofahrer sind ein bisschen respektlos in diesem Game. Ach, das ist die Spinnerei. Die spinnen doch die Römer hier. Wie soll ich denn da einen ausladen? Okay. Ich würde sagen, Challenge accepted. Ja. Ich will Wolle abgeben. Und ich würde es halt gerne machen, ohne viel Aufwand. Oh ja, funktioniert auch. Ah, schön. Wie viel waren das jetzt? 12.000. Oh, nicht wenig. Oh. Hopp, 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 hopp. Einziger Nachteil, wenn du rückwärts hier reinfährst, versuch mal mit dem Teil zu drehen. Gerade richten. Ich hasse Doppelachse.
Also Doppelachse in dem Sinne, dass ich halt in der Achse zum Drehen habe an dem Anhängepunkt und die Achse zum Drehen an dem Punkt, an der Achse am Hänger. Das geht mir so tierisch auf den Sack. So. Okay, wir haben 12.000 davon bekommen. Geht, würde ich jetzt mal sagen. Ist jetzt nicht die Welt, wird uns auch nicht lange über dem Kopf halten. Aber wenn die Bienen noch positiv sind, glaube ich, können wir gutes Geld machen. Außerdem haben wir jetzt mit der Funktion des... der Funktion des Global Company Systems auch die Möglichkeit, Felder zu pachten. Oder rein theoretisch könnten wir Felder pachten. Pächten, ne? So ein bisschen pächten. Und dann, uns dort niederlassen. Nachteil natürlich, alles, was wir da machen, ist andererseits, ich glaube, da dürfen wir nicht bauen. Ich glaube, da dürfen wir nicht bauen. So, wo ist unser Mini-Auto? Wir müssen Teile holen. Mr. Wheatley. Wer war das denn? So, und zurücksetzen. Unser kleiner, kuscheliger Wagen, der wird jetzt unser Hänger mitnehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das funktioniert geil. Ab geht die wilde Voluzi. Rein theoretisch könnte ich einen von denen da hinten draufstellen und mit dem dann wohin fahren. Nice. Wie schnell fährt der denn mit Hänger? Kurve schneiden. Wollte Kurve schneiden, das war nicht so schlau. Toter Winkel und so. Hupsi. So. Aber die Spinnerei können wir vielleicht ausschalten. Die blinkt immer noch so irre. Guten Tag. Oh la la. Limousine, Madame. Limousine, du. So, angekommen am Händler, machen wir jetzt mal P. Und dann kaufen wir erstmal so einen Imkerei, so einen Honigbaum. Oh ja, warte mal. Dafür sollten wir zurück zu unserer Anlage. So, wie es scheint, haben die da geplant, glaub, dass du was hinsetzt. Weil man sieht ja sogar, wo sie eigentlich angelegt hätten, dass man was baut. Hier auch, zwei Gebäude wären hier geplant gewesen. Aber den Plan haben wir verändert. So, Imkerei würde ich da hinsetzen, weil da ist so schön Plätzle. Wie sind da eigentlich richtig rum? Das ist jetzt mal die andere Frage. Ich denke mal, wo der Henkel ist, ist vorne. Oder ich würde mal kollidiert mit anderem Objekt. Wie weit muss denn das weckern? Holy shit, als ob die so weit auseinander sein müssen. Naja. Ich würde sagen, wir kaufen dann aber erstmal hier Imkereibedarf. Honigboxen. Eine Honigbox enthält 8 leere Gläser Honig. Wird für die Honigabfüllstation... Ah, also das brauchen wir für... Das Teil, was 5.000 Euro kostet, und das kostet 15. Nee, warte mal. Hä? What? Also kurz mal zum Reposé. Allein das Honigzeug kostet 20.000. Aber ich hätte gern Bienen. Bedeutet, ich kaufe mir eine Wabe. Ja, zurück. Einfach, weil ich es wissen will. Ein paar Honigboxen. Die stelle ich da einfach dazu, weil ich es wissen will. Und ein paar Bienen. Ich weiß auch nicht, ob eine Honigwabe reicht oder sowas. Ich habe da null Plan. Aber hier sind unsere Wane und Wabe. Unsere. Okay, das ist unsere Wabe. Ich wette, wir brauchen mehr als nur eine. Da ist eine Wabe. Das ist jetzt wichtig. Das sind unsere Bienen. Die dürfen wir nicht verlieren. Die kommen hinten bei uns rein. Gut. Und dann haben wir noch die Gläser. Bin echt gespannt. Das ist ein... No! Geht's euch gut? Drehen. Hui, Matrix.
Und so. So, also ich denk mal. Wir fahren mal wieder hoch, schauen uns an. Und je nachdem werde ich bis zur nächsten Folge alles herrichten. Für unser Honigexperiment. Wir werden noch vielleicht ein paar Missionen auch machen, beziehungsweise ich habe da auch ein... Hey! Ich war im Kreisel drin. Das meine ich mit respektlos. Die wissen noch nicht mal, wie ein Kreisel funktioniert. Da müsste es Mod für geben, damit die Verkehrsregeln beachten. Wie wir das mit dem Honig machen. Außerdem werde ich Missionen erfüllen lassen, aber wahrscheinlich von der KI. Großteils, damit ich mich auf andere Sachen währenddessen konzentrieren kann. Damit wir währenddessen ein bisschen Geld scheffeln können. Und am Ende hoffentlich genug haben, um die Honigsachen auch fertig zu machen. Aber wenn es so viel allein schon an Anschaffung kostet, würde es doch auch nochmal ordentlich Kohle bringen, oder? So, wir sind zurück. So, ich bin gespannt. So, warte mal. Das ist die Honigbox. Produktion öffnen. Honigbox. Füllstand Honigwabe leer. Da ist doch keine Honigwabe drin, oder? Deckel öffnen. Ha. Oh oh. Nope, warte mal. Ich wollte das da öffnen. Wir machen das mit. Nee, mit E, mit R. Mein Gott. So, okay, bedeutet, ich brauche diese. Dich, habe ich gesagt. Dich legen wir währenddessen da drunter. Absolut kein Problem. Huh. Holy shit, wie viel. Eine von. Oh. Wenn eine 7% ist, wie viel Honigwaben brauche ich denn da? Holy shitballs. Oh. Kann ich die Bienen trotzdem schon reintun? Oder wie läuft das in diesem Game ab? Wie läuft das bei diesem Mod ab? Hallo, lass mich. Ich will doch nur die Deckel hier öffnen. Mach. Uff. Okay, ist wurscht. Okay, wir haben Bienen. 4 Bienenboxen macht 100%. Und tonnenweise mehr Bienenwaben machen. Wo kommen die Bienenboxen her? Aber okay. 99 von 400 Stück? Okay, die können wahrscheinlich sehr, sehr schnell sogar positives Geld bringen. Aber Leute, da fliegen sogar Bienen rum. What? Fliegt, meine Bienen, fliegt! Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.